Hallo und herzlich willkommen hier bei Krolopp und Gerst. Heute geht's auf Fensterlichtsuche und zwar aus dem Loftstudio Cologne. Hier ist die Sonne untergegangen, das tut sie auch in Köln, aber für uns Fotografen mit Können, Wissen und Know-how über und rund um Lichtsetzung geht die Sonne eben nie unter. Wir haben immer unser Fenster mit dabei. Im heutigen Video verwende ich Falcon Eyes LED Roll Flex Panels. Die hatten wir ja schon vorgestellt und das ist sicherlich nicht, was man jetzt einfach mal so nach dem Video in den Warenkorb bei Amazon wirft. Ganz bestimmt nicht. Ich möchte mit dem Video heute aber lichttechnisch etwas erklären. Es soll gar nicht um irgendwelche Produkte gehen. Ja, ein Fensterlicht und ja, in gewisser Weise, das kann man auch schon seit vielen Jahren mit einer Studio-Blitzanlage machen, mit einer Softbox, mit einer Lichtwanne. Nur weil wir uns jetzt für diese sehr moderne Technik entschieden haben, heißt es nicht, dass man das ohne nicht machen kann. Mir geht es um Folgendes und zwar, man hat hier mit einfachen Mitteln eine Möglichkeit, ein richtig tolles Licht zu erzeugen. Und zwar, wie funktioniert es? Es gibt verschiedene Kriterien, die ein tolles Fensterlichtporträt ausmachen. Und Punkt Nummer eins, na, wir machen das mal so. Punkt Nummer eins, es muss eine gewisse Größe haben. Je größer so eine Lichtquelle ist, umso eigentlich angenehmer wird sie für das Porträt fotografieren. Hier in dem Fall ist es 1,20 Meter auf 1,20 Meter, weil wir zwei A60 genommen haben. Also eins davon ist 1,20 Meter auf 60 und zwei davon gibt 1,20 Meter auf 1,20 Meter Quadrat. Ich finde, so ab 1 Meter mal 1 Meter wird sehr schön von der Lichtcharakteristik. Nächster Punkt. Zweitens, es muss schon irgendwie hell sein und leuchten. Ich finde, gerade beim Fensterlicht ist es schön, wenn man nicht mit Blitzlicht arbeitet, sondern wie hier mit Dauerlicht. Das Dauerlicht, das sieht man, man kann es einstellen, man kann es justieren, man hat es viel besser im Griff. Wusch. Punkt Nummer drei, man stellt sich nicht bei einem Porträt von einem Fensterlicht und macht das Fenster 3 Meter weit weg. Hier kann man ja gerade sehen, mein Arm ist vielleicht 40, 50 Zentimeter lang. Ich kann die Panels hier schön berühren. Die sind hier sehr, sehr, sehr nah. Also das ist ganz wichtig, weil man weiß ja, je weiter eine Lichtquelle sich entfernt vom Motiv, umso härter wird diese Lichtquelle. Das heißt, relative Weichheit der Lichtquelle. Und wenn ich meine Lichtquelle zu weit wegstelle, dann habe ich keine weiche Lichtquelle mehr, dann habe ich eine harte Lichtquelle. Man merkt es an der Sonne, sehr groß, ergo eigentlich weich, aber in Wirklichkeit, weil sie weit weg ist, ist sie sehr hart. Also, der wichtige Punkt, Nähe, Nähe, Nähe. Nächster wichtiger Punkt, die Lichtquelle fängt nicht neben dem Motiv an. Also ich setze hier dort, wo gerade das Modell oder gleich das Modell sitzen wird und das Modell braucht nicht ins Ohr geleuchtet werden. Die Lichtquelle muss vor dem Modell anfangen, also dort, wo die Kamera ist und darf ruhig erst sozusagen so auf der Höhe der Nase anfangen. Völlig in Ordnung und völlig toll. Nächster Punkt, man muss nicht immer zwangsweise alles auf das Modell richten oder auf das Motiv richten. Wenn wir jetzt hier uns mal eine Skizze von oben angucken, dann sehen wir, dass diese Lichtquelle eigentlich hier vor mir an mir vorbeileuchtet. Das ist aber schon auch okay, weil würde die Lichtquelle an mir vorbeileuchten, dann wäre ich jetzt schwarz und würde kein Licht bekommen. Ja, hier wird man ein bisschen in den Raum reinleuchten, aber das ist okay. Ich bekomme immer noch genügend Streulicht ab und das ist ein ganz essentieller Teil dieser Charakteristik. Punkt Nummer drei, ich bin schon bei 6 oder 7. Ich finde Offenblende eine sehr schöne Sache, um nochmal zu zeigen, dass man hier mit einem ganz diffizilen Licht arbeitet. Und ich finde, das harmoniert sehr. Diese sehr weiche Lichtquelle mit der sehr weichen Ausleuchtung, mit dem sehr weichen Bokeh, mit dem sehr weichen Bildlook einer offenen Blende. Und deswegen werde ich hier auch gleich mit 105 mm bei f1.4 arbeiten. Also fast extremer kann man es nicht machen. Aber das ist einfach auch völlig okay, ein 50-1.8 oder 50-2.0 an einer APS-C-Kamera. Hauptsache nicht gerade mal Blende 8 oder Blende 5.6. So, das war's. Damit können wir loslegen. Heute geht's mit der Katja gleich weiter und mit der Katja werde ich nicht so ein klassisches Schwarz-Weiß-Porträt machen, sondern ich werde so ein bisschen ein feschigeres Bild machen. Das heißt also, verzeiht mir das, wir können es ja auch gleich auch mal in Schwarz-Weiß einblenden, dann sieht man, wie schön und wie wunderbar zart das Licht ist. Aber so setzt man ein Fensterlicht. Also groß, nah, ach, ich brauche es nicht wiederholen. Die kann man einblenden, die Punkte. Viel Spaß beim Fotografieren, viel Spaß beim Tutorial gucken. Guckt euch noch das ein oder andere Video an von Krolopp und Gerst, also mit mir, von mir, mit den Jungs. Und damit sage ich tschüss, viel Spaß hier bei YouTube und im Blog. Habe ich gerade ganz komisch hier gesagt, oder? Yeah.
Ja.